Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Crew Street View. Ja, es geht weiter mit dem nächsten Part hier. Und ja, wir haben neue Aufgaben, nämlich einmal hier. Man sieht Barstow Geisterstadt, Weltraumanlage, riesiges Thermometer und ja, dann geht's hier weiter. Die alte Mühle, alte Goldmine, Nord-Las Vegas, Süd-Las Vegas. Ja, das sind die nächsten Aufgaben jetzt erstmal hier. Und ja, jetzt geht's erstmal zu Barstows Geisterstadt. Wie wir da hinkommen, am besten mit einem Rallye-Auto. Oder erstmal nicht. Ja, das ist die schwule Karre von mir und Wally. Ja, lange Geschichte, nicht wundern, dass ich so ein Auto habe. Dieses Auto entstand bei einer ja spontanen Aktion, lass mal ein schwules Auto machen. Wally hat auch so eins. Ich weiß nicht, ob es noch hat, aber es ist schon mega. Es ist schon echt mega. So, hier fahren wir jetzt mit einem Rallye-Auto. Schauen wir mal, ob ich noch eins hab. Nö. Na dann, Mini, muss noch mal herhalten. Kilometer, man müsste ihn gleich sehen. Oh nee, nicht die Pflanzen. Die sind ja so nervig, da fängst du fast jedes Auto ab. Die hören ja fast nicht mehr auf. Ach, jetzt hör halt auf, ey. Tätere, abgefangen. Ich weiß ja nicht, was das für Pflanzen sind, aber sind das kleine Palmen? Ich weiß es nicht. Die stören nur gewaltig. Ja, wir fahren trotzdem gerade zur Geisterstadt. Wir springen jetzt erstmal. Yay! Yeah! Jetzt sind hin. Das ist so ein altes Bergwerk. Sieht so aus, ja. Ist aber schon geil hier. Kann man nichts sagen. Und hier unten wartet jetzt die Geisterstadt auf uns. Okay, ich denke mal, das Bergwerk hat zugemacht, deswegen ist hier eine Geisterstadt entstanden. Alter, mit der Kirche da ist echt gruselig, Mann. Das war wohl die Barstow-Mine. So, haben wir das auch gesehen? Ich frag mich nur gerade, wo diese Barstow-Mine ist. Ja, egal. Vielleicht sieht man sie von der Karte oben. Glaube ich aber nicht. Doch, hier ist der Eingang, oder? Nee. Ja, egal. Wir fahren weiter zum nächsten Street View Punkt und der liegt hier drüben. Weltraumanlage. Schön mit dem Countryman noch diese kleine Strecke abfahren. Oh, ja, erstmal auf der Treppe abfangen. Und dann geht's den Berg hoch. Ich hoffe, wir kommen hoch. Ja, ohne Probleme. 6 Kilometer sind's.
Grafikfehler hier. Hat man kurz gesehen. Die weißen Striche am Boden unten. Da hinten ist eine Fraktionsmission. Auch interessant. Und jetzt können wir eigentlich mit dem neuen Auto fahren. Was haben wir denn hier unten, was so schön ist? Ford Mustang GT Fastback. Yo, der ist geil. Der ist geil. Und da müsst ihr mir wohl zustimmen, oder? Das ist eine geile Karre, ey. Und wenn er jetzt noch stärker wäre, wäre es richtig geil. Yo! Das ist der Ford GT, der Ford Mustang GT Fastback. Ich glaube, den gab es mal vor kurzer Zeit noch bei RTL, bei Formel 1 zu gewinnen. Genau den hier. Bin mir nicht ganz sicher. Ist ein geiles Auto. Kann man nichts sagen. Das Performance ist recht geil. Kann sich sehen lassen. Ja, wir sind da. Und was ich auch nicht wusste, dass hier diese Radaranlagen sind, diese fetten Satellitenschüsseln. Weltraumanlage. Ja, jetzt wissen wir auch, was mit diesen Satellitenschüsseln gemeint ist. Ja, haben wir das auch hinter uns und wir machen weiter mit dem nächsten und der liegt hier oben. Der nächste Aussichtspunkt, riesiges Thermometer. Ist nicht weit, können wir mit unserem Fastback noch ein bisschen fahren. Ist ja fast. Oh, da fährt sich so dahin. Und dann sind wir eh schon da. Zeit vergeht, das ist unglaublich. 8 Minuten fahren wir schon wieder. Kommen wir vor wie 4 Minuten. Und wir schon reißen. Riesiges Thermometer, damit ist diese Stange hier gemeint. Was das für einen Sinn haben soll, ist eine kurze Frage. Ich meine, ob du jetzt ein großes Ding nimmst oder so ein kleines. Ich meine, okay. Damit lebt wahrscheinlich die Stadt. Boah, kann man mal machen. Es geht weiter in unserer Reise und zwar hierher. Die alte Mühle, kurz unter Las Vegas. Und da fahren wir doch jetzt auch wieder mit einem anderen Auto, oder? Nee, wir fahren mit dem noch. Der gefällt mir gerade so gut. Mein Fastback. Auch nicht weit, 3 Kilometer. Ich meine, wir schaffen das Las Vegas heute noch. Ohne Probleme. Zu weit.
Aber ich habe einen Fastback, der kann auch durchs Gelände fahren. Alte Mühle, das ist hier mal wirklich der Fall. Mehr als alt. Ja, das ist die alte Mühle. Ja, haben wir die auch gesehen und wir machen weiter mit dem nächsten und der liegt mal hier oben. Alte Goldmine. Gleich daneben. Ja, komm, beschleunige. Da bist du schon Fastback und dann beschleunigst du dich gescheit. Muss ich mich beim Hersteller beschweren. Ey. Innendesign finde ich auch der Hammer. Sieht mega geil aus. Mega, wirklich. Richtig geil. Hey, was war das jetzt für ein Grafikbug? Ach, da war wirklich so ein Teil am Boden. Unglaublich. Ja, 4 Kilometer. Bis wir da oben sind. Sonne blendet, haben sie auch neu gemacht, finde ich geil. Aber mit unserem V8 Motor sollte es eigentlich kein Problem sein, aber ich glaube schon, dass es V8 ist. Keine Ahnung. So, den Test können wir machen. Ohne Probleme hier, auch mit einem Fastback geht das ohne Probleme. Das ist Platin und vielleicht gibt es jetzt die zum ersten Mal hier eine Änderung. Nein, wir kriegen wieder Felgen. Was für ein Schwachsinn. Ey. Da macht das Leveln keinen Spaß mehr. Naja, egal. Hier ist die alte Goldmine. Wo die genau sein soll, frage ich mich. Also ja, das ist wahrscheinlich da. Naja, schaut es euch selber an. Das ist die alte Goldmine. Wie sie da noch so steht. Schön am Berg oben. Ja. Es geht weiter in Las Vegas. Und da fahren wir zum ersten Mal. Nee, lass zuerst nach Nord-Las Vegas fahren. Liegt eher auf dem Weg zu Las Vegas Süd. Ja, Part wird es doch ein bisschen länger, aber euch dürft es ja nicht stören. Bleibt auf der Straße und fahrt schnell. Schauen wir doch mal. Musik passt perfekt dazu. Aber diesmal kriegen wir wieder eine Motorhaube. Also ihr seht, was ich meine.
Es macht einfach fast keinen Spaß mehr, finde ich. Ja, aber naja. Ja, wir sind in Las Vegas und da gibt es genau zwei Sehenswürdigkeiten, nämlich einmal Nord und einmal Süd, und das hier ist Nord, da wo wir jetzt hinkommen. Jetzt wird's dunkel, jetzt wird gleich das Regnen anfangen. Ne, es wird Nacht. Es hat 9 Uhr am Abend. Nord Las Vegas, bitteschön. Schöne Stadt. Kann man nicht anders sagen. Da will man unbedingt mal hin im Leben. Ich war noch nicht dort. Aber ich nehme es mir vor, irgendwann mal dorthin zu fliegen. Ja, sehen tut man nicht viel. Wir fahren jetzt erstmal noch zum Südteil. Der ist gleich drunter. Also nicht weit. Hier möchte jemand in seinem Salen angeben. Und zwar kackt gleich mal grundlos. Sergey Freeman heißt er. Und das ist Las Vegas Süd. Ja, oben die Seilbahn. Man sieht leider nichts von dieser geilen Stadt. Und das finde ich schwach. Sorry, aber das finde ich wirklich schwach. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt in Las Vegas so viel zu sehen. Du brauchst nur diese Straße fahren. Hier ist eine Sphinx. Dann ist irgendwo hier noch der Eiffelturm. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier steht so viel rum. Und gezeigt wird einfach mal gar nichts. Ja, hier der Eiffelturm. Riesenhotel. Was weiß ich alles. Es ist schon echt krass. Aber trotzdem muss ich jetzt erstmal den Part hier beenden. Das sind schon wieder 18 Minuten, die wir jetzt hier verfahren haben. Und ja, das nächste Mal geht's weiter. Hier. Rio Light, oder wie Rio Lite, wie das heißt. Dann geht's hier hoch. Über den Monster Truck Park. Hier das Summit kam mir dazu. Bonneville Salt Flats. Und ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Nö. Also es gibt nichts beim Vulkan oben. Gibt es auch keine Sehenswürdigkeit. Dann geht's weiter nach Salt Lake City und dann fahren wir wahrscheinlich noch hier hoch. Oder wir fahren erst hier hoch, also von hier fahren wir dann hier hoch und dann hier runter. Schauen wir mal, wie wir es machen. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis dahin, danke, ciao.